Ihnen danke ich für den letzten Satz. Nächster Redner, Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Hofreiter, Ihre Eröffnungsrede hier anlässlich dieser Aktuellen Stunde kam mir schon vor wie die Aktion Rettet das Chlorhühnchen, ja? Weil Sie zwar nicht das Chlorhühnchen auf dem Teller haben wollen, aber Sie wollen diesen Fetisch, diese Gerüchte, diese Angst, die Sie verbreiten um diese Handelsabkommen, die möchten Sie möglichst lange konservieren. Und da ist Ihnen fast jedes Mittel recht. Aber ich muss Ihnen sagen, getretener Quark wird breit, nicht stark. Und es ist genügend Zeit bis zu den nächsten Wahlen, um die Wählerinnen und Wähler darüber aufzuklären, dass die Sorgen und Ängste um dieses Handelsabkommen unbegründet sind. Was mich im Übrigen auch schockiert, ist schon sehr interessant, in welcher Allianz die Gegner des transatlantischen Handelsabkommens unterwegs sind. Also da ist Donald Trump in Amerika, da ist die Frau Petri von der AfD, da sind die Geschäftsleute von Campag, das ist Attac, da ist die Linke und die Grünen mittendrin. Interessant ist aber, dass einige Grüne hier fehlen. Wo ist eigentlich der Janicek? Der ist doch ein ganz vernünftiger Mann, mit dem kann man doch vernünftig über TTIP reden. Wo ist denn der Herr Kretschmann, der hier gerade einen Vertrag unterschrieben hat, dass er doch... Vor einem Jahr haben mir Leute aus der baden-württembergischen Landesregierung, aus der grün-roten Landesregierung gesagt, an uns wird TTIP nicht scheitern. Das können wir uns gar nicht leisten. Warum? Weil es nämlich dem Mittelstand hilft, weil es ein Programm zur Förderung des Mittelstands und zur Förderung der Exportchancen des Mittelstands ist. Und das möchte ich Ihnen kurz darlegen, weil wir auch versuchen, hier sachlich zu diskutieren. Es wird ja immer die Angst verbreitet, ein solches Handelsabkommen würde vor allem den Großen, den Multis nützen und die Kleinen hätten nichts davon. Ich sage Ihnen, wenn Sie zum Beispiel mit Herrn Mattis, der ja Präsident der deutsch-amerikanischen Handelskammer ist, Ford-Chef in Köln, wenn Sie mit dem reden, der sagt, na ja, wir produzieren ja in Amerika, BMW, Mercedes, Volkswagen produzieren alle in Amerika, die haben nicht so sehr die Probleme, amerikanische Standards einzuhalten. Aber zum Beispiel die Hersteller von gefährlichen Produkten, wie Sägeblättern zum Beispiel in meinem Wahlkreis, die große Sorge davor haben, dass sie aufgrund der hohen Anforderungen der Genehmigungsstandards in Amerika eben nicht mit ihren Produkten in Amerika so auf dem Markt präsent sein können, wie sie das gerne wären. Die kriegen dadurch eine Chance, wenn wir tatsächlich darauf verzichten, die Standards entsprechend erreichen, die Standards entsprechend ein Stück weit aneinander anzugleichen. Also von daher ist es für mich eine große Chance, das Handelsabkommen auch dem Mittelstand eine Brücke zu bauen in den Export nach Amerika, nach Kanada und in die USA. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Thema Vorsorgeprinzip. Es gibt eben diese beiden unterschiedlichen Rechtstraditionen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es natürlich in Europa jede Menge Produkte gibt, bei denen das Vorsorgeprinzip überhaupt keine Rolle spielt. Es geht bei dem Vorsorgeprinzip bei uns um die Produkte, die gefährlich oder besonders sensibel sind, Pharmazieprodukte, Chemieprodukte, Lebensmittel und so fort. Da haben wir einen hohen Standard und da gilt der Grundsatz, solange nicht 100% feststeht, dass das unschädlich ist, dann darf es nicht in Verkehr gebracht werden. Und Sie kennen die Leitplanken der Europäischen Kommission für die Verhandlungen. Diese Standards dürfen nicht aufgegeben werden. Wenn Sie aber als Deutscher sich an einer Zahnbürste verletzen, weil die zum Beispiel abbricht, weil die nichts taugt, dann kriegen Sie 5.000, wenn Sie Glück haben, 5.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. In Amerika bekommen Sie 1 Million. Jetzt frage ich Sie mal, wo ist der höhere Verbraucherschutz? Also von daher ist das Vorsorgeprinzip in Europa für die Produkte, für die kritischen Produkte, die wir haben, sicherlich ein Vorteil, den wir auch durchsetzen werden. Aber das Verursacherprinzip in Amerika liefert für Verbraucher, wie ich finde, mindestens ein ebenso hohes Schutzniveau, wie das bei uns der Fall ist. Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz zwei Sätze sagen zum Thema Verhandlungen. Auch ich beklage, dass es nicht genügend Transparenz in den Verhandlungen gegeben hat. Und ich bedanke mich bei Bundeswirtschaftsminister und bei der Bundeskanzlerin, dass es gelungen ist, in Brüssel durchzusetzen, dass die Europäische Kommission mit ihren Positionen nun offener umgeht. Das hätte man von Anfang an so machen müssen. Aber es ist natürlich auch so, wenn die Europäische Kommission eine Verhandlungsposition entwickelt für eine Verhandlungsrunde, sie unter 28 Mitgliedstaaten abstimmt, dann ist es nicht besonders klug, die auf dem offenen Markt vor sich herzutragen, sodass der Verhandlungspartner Amerika, der diese Abstimmungsprobleme und Herausforderungen nicht hat, sich genau darauf einstellen kann, wo die Europäer möglicherweise besonders sensibel sind und wo man möglicherweise verhandlungsmäßig besser vorankommt. Ich finde es klug, dass wenn man in Verhandlungen geht, man sein Pulver ein Stück weit trocken hält. Und deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass wir nicht jedes Strategiepapier vorgelegt bekommen. Ich möchte schließen mit einem Zitat. TTIP wird keine Standards senken, es wird Standards vielmehr weiter erhöhen. Hohe Arbeitsstandards zum Schutz der Arbeitnehmer,
Hohe Standards, um Verbraucher zu schützen und ihnen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben. Hohe Standards, um die Umwelt zu schützen. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Barack Obama. Er hat es am Sonntag vor 14 Tagen in Hannover so vorgetragen. Und ich glaube, dass wir uns darauf verlassen können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.